Die Polizei wurde um 19.10 Uhr darüber informiert, dass hier auf der Frohnhauser Straße 317 in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus es plötzlich zu einer Explosion gekommen ist. Ein Brand brach in der zweiten Etage aus und sofort wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr alarmiert, ebenso die Polizei. Und vor Ort war festzustellen, dass die Wohnung, wo es mehr oder weniger zu der Explosion gekommen war, unbewohnt war im Moment. Es waren keine Leute zugegen und die anderen Hausbewohner konnten alle das Haus verlassen, ohne verletzt zu sein. Wie sah das Eintreffen der ersten Polizeikräfte aus? Zunächst einmal war es so, dass die Leute das Haus verlassen hatten und die erste Sorge galt den Leuten. Und die Hausbewohner sind jetzt in einer Straßenbahn, die von den Verkehrsgesellschaften zur Verfügung gestellt wurde, untergebracht. Wir sehen die weiteren Maßnahmen des Feuerwehr aus. Feuer ist soweit gelöscht. Wie geht man jetzt weiter vor? Also die Löscharbeiten, die sind im Moment noch voll im Gange. Es kommt auch darauf an, die Ursache zu finden. Das heißt, möglicherweise hat es sich hier um eine Gasexplosion gehandelt. Und die Feuerwehr ist gerade dabei, den Schieber abzuriegeln in Zusammenarbeit mit der Stadt Essen. Darüber hinaus ist natürlich so, dass nach dem Brand das Fachkommissariat eingeschaltet wird und die Untersuchungen aufnimmt, was die Brandursache anbetrifft. Sie sprachen gerade von einer leerstehenden Wohnung. Ist das richtig? Damit meine ich, dass die Wohnung zum Zeitpunkt des Brandes verlassen war. Das heißt, die Mieter waren nicht zu Hause. Ja, es gibt im Moment erhebliche Beeinträchtigungen. Die Frohnhauser Straße ist hier in diesem Bereich komplett gesperrt. Und das wird auch noch andauern, bis die Feuerwehr mit ihren Löscharbeiten fertig ist. Was ist passiert? Hier in der Frohnhauser Straße ist es nach einer Verpuffung zu einem Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss gekommen. Das Feuer ist sehr schnell ins dritte Obergeschoss eingeschlagen. Wir waren hier insgesamt mit 3 Löschzügen vor Ort. Gott sei Dank konnten wir bisher keinen Personenschaden bezeichnen. Die Wohnungen im zweiten und dritten Obergeschoss sind allerdings total ausgebrannt. Wie sah das bei Eintreffen der Feuerwehr aus? Als wir eintrafen, schlugen die Flammen im zweiten Obergeschoss aus den Fenstern ca. 1,5 bis 2 Meter raus und schlugen halt ins dritte Obergeschoss in die Fenster schon rein. Waren bei Eintreffen der Feuerwehr sämtliche Bewohner des Hauses schon außer Haus oder waren noch einige in der Wohnung drin? Nach Auskunft der Mitbewohner, die hier in den anderen Wohnungen gewohnt haben, waren alle zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr raus. Gerade konnte man schön sehen, dass der Rauch auf das andere Gebäude übergegriffen ist. Was war damit? Solche Gebäude sind durch ihre Struktur natürlich sehr anfällig darauf, dass sich Rauch sehr gut verteilen kann. Das Gebäude ist schon etwas älter und insofern wird sich der Rauch hier sehr gut verteilen. Allerdings konnten wir eine Brandausbreitung auf zweites und drittes Obergeschoss beschränken. Beide Wohnungen sind jetzt nicht mehr bewohnbar. Die Polizei sagte gerade, dass eventuell ein Statiker kommen wird, um das Gebäude zu sichern, dass weitere Maßnahmen getroffen werden können. Wir hatten im zweiten Obergeschoss ein massives Feuer, was mit einer sehr starken Hitzeentwicklung einhergegangen ist. Das heißt, wir hatten weit über 1500 Grad in den Wohnungen. Die Trupps, die dort vor Ort waren, berichteten von extrem großer Hitze. Sowas schädigt auch Betondecken. Deswegen setzen wir momentan einen Statiker vom Technischen Hilfswerk ein, der uns bei der Beurteilung des Gebäudes unterstützen soll. Letzte Frage, sind die restlichen Bewohnungen noch bewohnbar? Kann man die bewohnen, morgen, übermorgen? Zum jetzigen Zeitpunkt, die Einsatzmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen, ist das sehr schlecht zu sagen. Momentan sieht es so aus, dass die linke Gebäudehälfte noch bewohnbar ist.
sicher. Ich bin aber schwer.